machen wir weiter. Auf jeden Fall machen wir jetzt deutlich mehr Damage nochmal. Damit ich absolut kein Problem habe. Und ich bin ja fast am Überlegen mittlerweile, ob ich einfach das Schutzschild, wenn dann skille. Weil ich finde das Schutzschild eigentlich sehr nützlich jedes Mal. Alter, was ist das denn hier? Moment. Nicht wirklich? Okay, dann müssen wir hier lang gehen. Ich sollte mein Silberschwert ausrüsten. Und nicht schon wieder Wasser, ey. Los, weiter. Ich sehe wieder gar nichts. Mein Controller hat gerade vibriert. Okay, oh nee, Leute, wir haben... Jetzt habe ich Orientierung verloren. Kann ich hier nach oben? Ich kann doch hier nach oben, ne? Das ist, ich kann nach oben. Okay, cool. Dann können wir das doch noch jetzt easy looten. Noch ein Schema sogar. Schatzjäger. Gambeson. Oben hat es hier noch geleuchtet. Ich finde das Schwimmen ziemlich sperrig, ey. Aber so ist es halt beim Schwimmen unter Wasser. Tauchen. Habe ich alles mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Nee, habe ich nicht. Jetzt habe ich alles. So, nee, ist ja nicht. Okay. Und dann ist irgendwo ein Gegner. Also das Schlimmste war wirklich in dem Brunnen da gewesen, wo ich da beinahe ertrunken wäre. Irgendwas. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mumen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem Druidenkreis in Velen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen, rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mumen wohl gut. Sie sind Velens Fluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mumen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis, eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib, jagen meine Seele. Da ich ihnen trotze. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein, ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Alter, was soll ich machen?
Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen nach Art Zerbin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Die Muven. Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume. Velen ist ihr Reich. Alles Leben hier dient ihnen. Die Schwestern sind verborgen. Du wirst sie nicht finden. Sie hören alles. Es gibt kein Versteck. Boah, ey Leute, was soll ich denn jetzt machen? Wenn wir das Vieh jetzt befreien. Irgendwie sind beide Seiten scheiße, finde ich. Aber irgendwie glaube ich dem Dings. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das kann ich noch nicht entscheiden. Du musst zurückkommen. Mich befreien. Bitte. Sieh dich vor. Meine Wächter wachen noch immer. Finde heraus, was die Dorfbewohner von Nidavir töten. Ja, ist das dann eigentlich das hier gewesen? Charaktereintrag hinzugefügt. Der Geist im Baum. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Ich kann auch hier mitreden. Ja gut, Leute. Ich bin ja dafür, das zu befreien, das Vieh. Ich würde es ja befreien. Das kann aber halt auch einfach lügen, ne? Und wer weiß, was dann passiert. Aber irgendwie glaube ich dem Ding. Ich bin wieder da. Ich habe gewartet. Du bist zurück. Was hast du gewählt? Hilfe! 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 Ich will wieder frei sein. Wenn du die Weisen von der Wiese retten kannst, helfe ich dir. Ich werde sie finden. Befreien! Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Ich habe die Rabenfedern. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd, aus Sturm geboren. Ja, den Rest habe ich aber, glaube ich, noch nicht, ne? Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgrab. Nicht weit, gen Westen. Okay. Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross von feuchten Wiesen. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück. Zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Herz des Baums. Durchstich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Okay, alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ich gerade das Richtige mache. Aber irgendwie glaube ich dem Geist, was das auch immer sein soll. So, wir müssen als erstes die Knochen finden, das machen wir mal eben. Und dann irgendein schwarzes Pferd. Ich bin froh, dass der jetzt nicht nach Plötze gefragt hat. Weil Plötze hätte ich dem nicht gegeben. So, wir rennen jetzt einfach mal durch. Ist ja gleich hier in der Nähe.
Mann, ey. Also, jetzt würde mich vor allem interessieren, die Leute, die dem Vieh nicht helfen, jetzt noch nicht schreiben, aber dann später schreibt mir mal bitte, was dann passiert ist. Das würde mich echt mal interessieren. So, Stufe 8 haben wir hier, aber egal, haben wir einfach weg. Oh nein. Ich bin ausgewichen. Aber drauf geht's jetzt hier. Machen wir jetzt deutlich mehr Schaden. So, down. What the fuck? Also war down, aber ist wieder da. Alter. Okay, aufpassen jetzt hier. Ist ja unangenehm. So. Was ist denn jetzt los hier? Alter. Ganz ruhig, Beam. Gott sei Dank, ey. Jetzt keine Lust an dem Vieh hier zu verrecken. Ganz kurz meditieren. Na, also, wenn wir dann soweit sind, schreibt mir da mal, also diejenigen, die dem Vieh nicht geholfen haben, was da passiert ist. Aber erst wirklich, wenn wir soweit sind. Nicht spoilern oder so, da werde ich stinkig. Wir müssen jetzt Hinweise finden, um die Knochen. Hier ist nirgend sowas. Da hinten. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. So, zähl mein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen und sitze auf. Okay, cool, bin ich mal gespannt. 304 Meter. Glötze. So. Komm schon, Plätze. Ah, cool, weil wir das jetzt ausgerüstet haben, haben wir jetzt hier. Los, lauf! Dieses Verkuppeln, ne? Also mich ist erstmal frage, muss ich da auch Plätze sitzen, damit ich den Bonus bekomme, oder? Wie ist das? Hier komme ich nicht weiter. Beweg dich! Alter. Komm jetzt! So, okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie es plötzlich aufhört zu regnen. Und guck mal, wie schön es hier plötzlich ist. Das sind ganz viele Pferde. Ich will erstmal die Truhe öffnen. So, hätten wir. Noch ein Plötze. Ein dunkles Plötze. Ich guck mal ganz kurz Weltkarte. Übelst viele Fragezeichen. Nein, die nehmen wir dann später mit. Wir lösen jetzt erstmal die Quest hier. Weil ich gespannt bin, was passiert. So. Wir müssen jetzt hier in die Höhle rein. Ne? Hey! Wir müssen nicht nochmal durch das Wasser, weil er hat uns ja Gott sei Dank aufgemacht. Na komm. Kannst du springen? Sehr gut. Beweg dich! Okay, dann bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Halt! Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Ritual beginnen. Das war mein Vorhaben gewesen. Ich wollte es nicht überlisten.
Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Okay. Ein Wort muss gehalten werden. Schwanze Schönheit, okay. Schade, dass ich das jetzt nicht als zweiten Plätze nehmen kann. Als Zweitauto. Okay, ich hoffe, dass das jetzt gut war. Mal gucken. Ey, aber krass, ne? Wir hatten jetzt super viele Möglichkeiten. Wir hätten dem Vieh einfach nicht helfen können. Wir hätten ihm helfen können, was wir gemacht haben. Oder wir hätten ihm helfen können und aber dann überlisten können. Ne? Heftig. So, erstattet dem Dorfältesten von Niederwürr Bericht. Ja, das machen wir mal. Magie. Ein Ort der Macht. Wo sind die denn hier plötzlich? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Ich ahne, was Schlimmes, aber mal gucken. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder. Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ich mag die nicht. Ich will die töten, die komischen Hexen, Moon, Typen, Viecher da. Oh, Stufe 7, nice. Da freue ich mich. Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Wie schon. Nun, her damit! Du sollst nicht bleiben, nicht begafft.
Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Die Frau, die für die Kinder sorgt. Sie trägt eine Schuld ab. Sie ist freiwillig hier. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt bedeutet, als sie ihn einging. Wir halfen ihr. Sie versprach, uns zu dienen. Jetzt trägt sie das Zeichen. Sie ist unser. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmühe, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Das ist krass. Wir wussten, dass jemand Besonderes kommt.
Wir lasen die Eingeweide und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Alter, die sind ja übelst groß. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut! Das Blut der Verräterin. Von denen kann man echt Albträume bekommen, oder? Da ist sie. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Imlerit kriegt sie, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Da wundern die sich, dass die wegrennt, oder was? Also, ich bitte euch. Alter! Komm zurück! Du hast ein Blut vom echten Blut. Okay. Er ist gekommen, dich zu Er folgt dir. Er wandert auf deinen Spuren. Was ist denn so eine coole Fähigkeit hier? Ich bin Siri gerade. So, ich bin geflohen. Einige Zeit später fliegt Siri auf die Fresse. Ihr wolltet sie töten, sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut, außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Sie ist entkommen, aber ich werde sie finden. Wir kommen zurück und töten euch. Du kommst zurück. Ja, unsere Schicksale sind verbunden. Und es wird jemand sterben, aber kein von uns. Jetzt sollst du Schatten jagen und im Nebel wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns, hübscher Ritter. Ich muss das sehen.
Alter Schwede. Das war der totale Brainfuck gewesen, irgendwie die letzten 10 Minuten der oder so. Heult. Okay, Leute, krass. Heftig. Ich freue mich schon drauf, wenn ich gegen die antreten darf. Diana weiß natürlich mit Ciri zusammen. Ich hoffe, dass wir sie irgendwie dann doch jetzt mal bald finden. Ich weiß es nicht. Es hat uns ja ein bisschen weitergebracht jetzt hier. Aber gut, Leute. Ne, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich muss erstmal jetzt was Kleines essen. Ich hab Hunger. Auch wenn mir eigentlich gerade der Appetit ein bisschen vergangen ist, aber Hunger habe ich trotzdem. Das hält mich jetzt nicht davon ab, was zu essen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Denkt bitte an die Daumen und Feedback und würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann nächste Folge wiedersehen. Und gucken, wie es weitergeht. So, ich bin immer noch hellauf begeistert. Also bis dann. Tschüssi.